Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Wir sind hier angekommen im der Winterfeste und ich würde mich gern umsehen, das werden wir gleich machen. Sehr schön, bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Wir reden da mit Mirabelle. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution in Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Arkaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie, doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Aha. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Da hast du recht. Also das hatte ich beim letzten Mal noch nicht. Ich bin da einfach nur reingestürmt und haha. Und ja, du könntest auch ein wenig schneller gehen, Mirabelle. Aber wenn du uns das alles so schön erklärst und zeigst, sind wir auch geduldig genug. So, wir gehen da jetzt zu den Unterkünften. Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Okay. Gut, also wir stören dich jetzt nicht. Du gehst einfach so flugs dahin, ja. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drinnen seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Aha. Und Furtwasi. Dann gehen wir in die Halle der Leistung. Das kannte ich auch noch nicht, also die Führung habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, aber wir waren da schon überall drin. Ich habe ja nach Büchern gesucht, die uns das Leveln erleichtern. Aber so eine Führung ist ja auch was wert. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Aha. Wo bringst du uns unter? Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Gut so. Ich bin gespannt, ob ich bei dem anderen Game ja die Unterbringung auch habe. Mal sehen. War Mirabil, du bist ja eine ganz nette. Ist mir auch das letzte Mal nicht aufgefallen. Aber ja. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Okay, Tolfdir. Ja, das ist ja ein wenig langsam. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Puh, ja, das könnte leicht möglich sein. Du bist nicht Tolfdir, nein. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Du kommst auch noch in meinen Garten. Tolfdir ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Okay, abgeschlossen. Mach einen Rundgang und ja, lass dich von Tolfdir einweisen. Dann gehen wir mal in die Halle der Elemente und lassen uns da einweisen von Tolfdir. Also die Namen sind ja auch recht komisch. Öffnen das Tor und schon geht's los. Wer ist Tolfdir? Bist du Tolfdir? Willkommen! Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleib doch und hör zu. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren.
Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Haha, ich denke, wir sollen was Praktisches lernen. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Einfach so. Ihr wollt euch lieber ganz heraushalten? Ich bewundere eure Zurückhaltung. Aber manchmal muss man auch Entscheidungen treffen, ohne alle Fakten zu kennen. Verlasst euch auf euren Instinkt. Das ist doch für uns alle recht neu, nicht wahr? Versuchen wir es doch wenigstens einmal. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Yes, yes. Soll ich euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ich habe einen Schutzzauber, benutze ihn aber nie wirklich. Den kenne ich schon und ich weiß, wie man ihn benutzt, ja. Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. So, dir gegenüber, okay. Haha. Nö, also daher. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Ja, du. Netter Tolftier. Beständiger Schutz, das wird's wahrscheinlich sein. Schnellheilung, leichter Schutz. 40, beständiger Schutz. Den nehmen wir. Okay. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Sonst wird es vielleicht nicht funktionieren. Sogar für mehrere. Ich möchte euch nicht wehtun. Dort hinüber, bitte. Direkt mir gegenüber. Ja, ich stehe wir schon da. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Haltet still. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand. Nun, ich glaube, das ist ein ausgezeichneter Anfang. Ich möchte, dass ihr alle weiter Schutzzauber übt, bitte. Ich glaube, jetzt sollten wir einmal ein paar der verschiedenen Anwendungen von Magie im Laufe der Geschichte erforschen. Die Akademie hat eine faszinierende Ausgrabung in den Ruinen von Sartal, hier in der Nähe, begonnen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, etwas zu lernen. Ich schlage vor, wir treffen uns dort in ein paar Stunden und schauen, was uns darin erwartet. Das ist alles für den Moment. Danke. Okay, abgeschlossen. Erste Lektion, genau das war's, was ich... Gut zu sehen, dass es im Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Haha, danke, Dolftier. Das hast du das letzte Mal nicht gesagt. So, das sind unsere... Himmelsrand könnte kaum verschiedener als L2er sein. Aber die Magie... Die Magie ist überall gleich. Ja, die Akademie ist eine Kuriosität hier im Himmelsrand. Magie wird hier nicht gerade gern gesehen. Und Mund ist unser Lehrling. Das Argo wird überall hingehen, um mehr zu lernen. Genau. Sogar ins Reich des Vergessens, wenn es nötig ist. Die Nord trauen weder der Magie noch denen, die sie anwenden. Das war als Kind schon recht schwierig für mich. Oh, na gut. Wir haben ja dann noch wen? Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ah, dich haben wir draußen schon getroffen, ja. Aber ein Lehrling... Khajiit sind nicht als Magier bekannt. Shazargo muss also einiges unter Beweis stellen. Genau das musst du. Sie sagen nicht viel,
Aber die meisten haben ziemlich entschiedene Ansichten über die Akademie und die Leute, die hier studieren. Ich kann von diesen Menschen und Elfen Magie lernen. Aber sie können nicht lernen, so wagemutig zu sein wie er. Cesargo übertrifft alle. Gut so. Okay. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ja, wieso eigentlich? Aber genug des Gequatsches, Leute. Das war jetzt eben der Quest, den ich da getriggert habe, das letzte Mal beim Leveln. Und wir werden da kurz abspeichern und zurückgehen. Nämlich dort, wo wir gestartet sind. Speichern das Ding mal ab. Und jetzt müsste ich nur noch finden, wo wir waren. So, und laden, komm her. Da sind wir rein. Da sind wir und warten hier. Da werden wir nur kurz einmal reinschauen, einen Schnitt machen und dann geht schon weiter mit den nächsten Quests der Zauberer. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein wenig ausgebügelt, meinen unvorhergesehenen Trigger bei der Suche nach Zauberbüchern. Okay, da ist Ayla, da ist die eben, da stehen die Jungs noch immer, ja. Seit Jahr und Tag. Himmelsrand könnte kaum verschiedener als L2er sein. Aber die Magie ist überall gleich. Schon klar. Die Akademie ist eine Kuriosität hier in Himmelsrand. Gut so, Leute, das war's für diesmal und wir machen dann weiter beim nächsten Fest. Wenn es da heißt, was heißt denn da? Sprich mit den Graubärten, ja. Und die Graubärte haben mich in ihr Klosterhofer auf den Hals gerufen. Offenbar haben sie von den Rätseln der Macht erfahren, die ich durch das Toten der Drachen erlangt habe. Sprich mit den Graubärten. Aha. Ja, okay. Gut, hier ein Schnitt und wir sehen uns dann wieder, wenn es da heißt, ja, sprich mit den Graubärten. Wie auch immer. Euer Toso. Ciao.